Lüskert angespielt und sagt, George ist bestimmt sauer auf mich, dass ich jetzt hier schon wieder gesetzt habe. Ich hätte blind anspielen müssen. Das war besser. Blind anspielen, damit meint er, ohne sich den Flop anzuschauen, einfach schon mal erhöhen. Auch dazu ist er in der Lage. Und jetzt kommt die Erhöhung von George Danzer auf 1200. Kann ich mir noch anders überlegen? Also, ganz interessant. Bluff und Gegenbluff, wenn man so will. Lüskert angespielt, Danzer hat erhöht. Beide haben nichts auf der Hand. Danzer die Aussicht auf eine starke Hand, eigentlich nur mit der 6. Und erfolgreich geblufft gegen Danzer, der glaubt zu wissen, wie man gegen den Holländer spielen muss. Er zeigt seinen Bluff und das natürlich dann nochmal die doppelte Freude, wenn man so einen Pott gewinnt. Besonders respektiere ich natürlich Marcel Luske, der auf der Tour jetzt schon lange unterwegs ist und sehr erfahrener Spieler ist, der viele Hände spielt, sehr aggressiv. Das heißt, ich hoffe, dass ich nachher bei der Auslosung links von ihm gelost werde, so dass ich nach ihm agieren kann und dadurch den Vorteil habe, immer seine Aktion abwarten zu können. Es macht mir nichts aus, wenn links von mir vorsichtigere Spieler sitzen, die ich leichter berechnen kann als Marcel, der oft wilde Sachen macht. Und genau so ist es ja gekommen. So wie gerade, Lüske spielt sozusagen auf ihn zu und das liegt ihm deutlich mehr. Er kann darauf reagieren und wenn er ein gutes Timing hat und sein Gegner gut gelesen hat, so wie gerade, eben auch entsprechend reagieren. Benjamin Kang, sein größter Erfolg bisher, European Poker Masters in Paris, ein großes Turnier, dort wurde er Zweiter und gewann 100.000 Dollar. Marcel Lüske das erste Mal mit seinem Markenzeichen, der umgedrehten Sonnenbrille und er ist mit dabei mit 5 und 9. Endlich ist mal ein bisschen mehr an Karten mit dabei, um sich den Flop anzuschauen. Keine Erhöhung, alle haben reingelimmt, wie man das nennt. Ja, und das ist natürlich dann ideal für Lüske, dass er, gerade wenn er sich entscheidet, mal mit einer schwachen Hand reinzulimpen, tatsächlich das Top-Paar trifft. Dazu drei unterschiedliche Farben, also Kreuz, Herz und das Karo mit der 9. George versucht mal zu testen, wo er damit steht, setzt 400, er hat das mittlere Paar mit den Achtern. Für Benjamin keine gute Situation, zu wenig Herz, kein Ass. Lüske bleibt mit dabei, denn er hat ja auch das Top-Paar. Jetzt kommt das Ass, aber Kang ist ja schon raus. Nur noch Heads-up-Situation zwischen Lüske und Danzer. Also die beiden zum wiederholten Mal im direkten Duell. Marcel 1200. Vermutlich wird Lüske nicht glauben, dass das Ass bei Danzer liegt. Denn der hätte unter Umständen mit dem Ass vor dem Flop erhöht. Hat ja im Big Blind gesessen, George Danzer. Aber gefährlich, so eine Big Blind-Geschichte, denn da können x-beliebige Karten liegen. Es kann also auch sein, dass er vielleicht 9-3 spielt und 2-Pair gefloppt hat. Noch eine 3 auf dem River. Danzer bleibt mit dabei. Die beste Hand hat aber Lüske. Das Paar 9er und das Paar 3er vom Tisch. Ist 2200. Der Einsatz von Lüske. Jetzt ist die große Frage, worauf setzt Danzer seinen Gegner? Er guckt nochmal genau hin, was da liegt. Und natürlich geht er jetzt die Hände durch, die unter Umständen bei seinem Gegner liegen können. Was könnte er gespielt haben?
Warum hat er vor dem Flop reingelimmt, nicht erhöht? Denkst du, ich call jetzt mit der 9 oder nicht? Weiß nicht. Schon ganz 9. Er setzt ihn also nicht auf die 9. Das wäre ja Splitpot, da würde ich sowieso nicht wegschmeißen, wenn du auch eine 9 hättest. Wenn die 2200 bezahlt, weißt du, was ich habe. Genau so ist es. 2200 sind zu zahlen. Natürlich habe ich eine 9. Er hat die 9 und damit hat er nicht gerechnet. Aber man muss nur die 9 haben. I cannot wait for two aces. I have to play hands like this. Of course. Where you win? Ja, das ist eben genau die Situation. Auf eine Hand wie 5 und 9 setzt man den Gegner dann nicht. Man kann überlegen, hat er vielleicht einen Straight Draw gehabt, der hat sich nicht erfüllt. Aber das ist auch das Problem. George hat da vielleicht auch um ein, zwei Ecken zu viel gedacht und dann eine falsche Entscheidung getroffen. Dadurch ist er jetzt Letzter in diesem Feld. 5.550, der Chipleader ist Marcel Lüske mit 14.620. Zurück beim Einladungsturnier der German Stars auf Poker, organisiert von PokerStars im Casino Hohen Sieburg in Dortmund. Also Top-Spieler hier am Start, absolute Profispieler aus Deutschland mit einem Gast aus den Niederlanden, mit Marcel Lüske. Hier ein Duell also, bei dem es um Prestige schon geht. Das ist eine ziemlich spannende Angelegenheit für jeden beteiligten Spieler. Es gab ein Race mit Michael Kainer und Ass-Dame. Ass-König von Benjamin Kang, 4-2. Jan Heidmann hat sich mal eine ganz andere Variante überlegt. Er hat Position, also er ist am Button und spielt 2-4 suited. Und das wird weiter erhöht. Also er tut so, als hätte er eine Riesenhand. Das wollte ich eigentlich machen, ja. Das ist, Und damit ist es natürlich relativ gefährlich, denn Michael Kainer setzt nochmal einen obendrauf. Du bist mir einer, du, schon wieder so ein Ding hier, doch. Ohne Witz, ich habe überlegt, ob ich 3 oder 3,5 raise, ja, da schießt du auf einmal hier 3 um die Ecke. Schon 6,5 machen. Naja, bin ich ja all in. Geh all in, komm. Mach mal Internet, all in. Insofern spannend, weil natürlich jetzt alle gleich schauen werden, was macht denn Jan Heidmann. Komm, mach's, mach's. Der ja noch an der Reihe ist und Benjamin weiß nicht so genau, ob er unter Umständen vielleicht sogar auf Könige oder auf Asse läuft, denn da hat ja jemand vor ihm erhöht und danach noch jemand weiter erhöht. Also das könnte noch 10.000 eine gefährliche Angelegenheit sein mit Ass-König. 9 und ein bisschen. 9 und noch ein bisschen, sagt Jan, hat er an Chips. Sollte Benjamin hier dabei bleiben, ist das für Jan weniger, ne? Eine sehr schwierige Angelegenheit, denn er muss jetzt davon ausgehen, dass er mindestens auf eine Riesenhand läuft. 7,5 dahinter. Äußerst knifflige Situation. Also Raise vor dem Flop von Michael Kainer, gecallt von Benjamin Kang, dann das Re-Raise von Jan Heidmann und der geht raus. Sehr stark gespielt hier von Michael, muss man sagen. Er hatte eine schlechtere Hand als Benjamin Kang mit Ass-König. Er hatte nämlich nur Ass-Dame, aber dieses Re-Raise nochmal hinten raus gegen die Erhöhung von Jan Heidmann, die hat einfach eine Riesenhand signalisiert. Sehr ruhig bisher am Tisch, unsere Online-Spieler hauptsächlich, Andrea Wirth und Marcel Seidel. Da haben wir Andrea. Jetzt aber die Erhöhung und dann kann man davon ausgehen, dass sie eine starke Hand hält. Das 7er Paar, Raise auf 900. Das kleine Ass, Ass 4 war das, das ist Marcel Seidel, der schmeißt weg und hier ein paar Zehner.